switch ich halt zwischen Baldur's Gate und dem hin und her, was RPG angeht, aber ich würde vielleicht sogar das erst lieber abschließen, weil irgendwie gefällt mir das mehr, als das so von oben zu sehen und irgendwelche Zauber zu klicken. So. Lass mir noch einmal diese Gesundheit da kurz runtergehen. Schmerz waren immer noch mal. Das habe ich ja immer nicht geschafft, dass ich dass ich den Erfolg da bekomme. Wie oft denn jetzt noch? Das dauert ja ewig auch, obwohl man das einfach schnell machen könnte. Noch zweimal. Und dann könnte ich hier mehr Sauerstoff. Was ich vielleicht auch nicht direkt mache, aber immerhin. Hätte ich dann ein bisschen was gemacht. Over. So, wir fliegen jetzt erst einmal, um unseren Scheiß loszuwerden. Und dann nachher tun wir die abgeben. Ist vor dem Aufbruch also noch ist, Zeit für ein Nickerchen? Hm. Ist doch bei Hallo? Bei Atlantis, wenn man ankommt, ist doch direkt, glaube ich, das Terminal am Flughafen. Wenn ein Grafantrieb summt. Schauen wir mal, aber ich wollte halt erstmal sortieren dann da. Da fühle ich mich lebendig. Ich bin bereit, Captain. Hi. Gut, dann fliegen wir nach Atlantis. Und zum Raumhafen. Wo ist hier der Landepunkt bei Atlantis? Die Füge der Artefakte. Okay, die Loge. Ach, das. Die Loge, zu der muss ich hin? Ist das. Bei der. Ist das das Ding, die Loge? Okay, das habe ich vorher nicht gepeilt. Geschäftsdistrikt, sprich. Mit dem Servicetechniker in Atlantis. Und sprich mit Commander Tour drüber, den Vanguard beizutreten. Ich will dahin erstmal. Was festlegen. Go. Du trittst in den Raum der United Colonies ein. Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Okay. Bin doch da. Kleine Sekunden. So muss ich erstmal wieder gescannt werden, oder was? Hallo? Oh. Annehmen. Unser Scan zeigt Schmuggelware an Bord. Wie Schmuggelware von was? Wir kommen an Bord. Illegale Waren und Diebesgut werden beschlagnahmt. Oh nein. Was für Cora Co., wenn ich das nächste Mal in deinem Zimmer Scheiße, bin, ist es aufgeräumt. Okay, Papa. Versprochen. Nichts mit versprochen. Du machst das gleich. Ich hab da irgendwas gelootet in so einer Mine, was ganz viel wert ist. War das Schmuggelware? Es war nicht dieses rote Zeichen, es war so ein oranges Zeichen. Ich weiß nicht, was das ist. Macht keinen Ärger. Security kriegt einen am Ende immer. Merkt ihr das? Nee, ich lad nochmal. Ich flieg dann woanders hin. DLSS Super Resolution hier. Oha, das ist frech. Warte mal. Hab ich nicht eben gespeichert? Doch. Nee, vorher, da, hier. Gut, dann wollte jetzt einmal in New Atlantis hier meine Ware verkaufen. Und jetzt muss ich wieder zum Wolf hin. Wenn ein Grafantrieb summt, dann fühle ich. Dann muss ich wieder zum Wolf hin, ey. Das erste Mal, dass ich sowas dabei habe hier. Da. Da. Die scannen ja nichts hier. Gestern noch Schiff ein bisschen umgebaut.
Ich habe jetzt noch mehr Container. Ich habe jetzt 1400. Kann ich jetzt nur noch ein Containerschiff. Und noch Crews. Crew habe ich jetzt gemacht auf 4. Ich darf aber bloß 3 mitschleppen. Und Passagiere. Ich habe Passagierdeck gebaut. Aber ich weiß noch nicht, ob ich Passagiere mitnehmen kann. Für die Quest. Da habe ich noch keinen so ein Terminal gefunden. Graphic Performance, High Performance, okay. Das ist nur für Starfield? Ach, da kann man es extra für jedes Spiel machen bei Windows 11, okay. Oh, Voodoo, ist der Stream vorbei? Reicht wieder mit dir, oder was, Digga? Okay, oder hat er nebenbei gespielt? Hast du durchgeschafft? Nochmal? Okay, jetzt muss man wieder ein bisschen Menü durchforsten. Gib mir mal all deine Sachen. Wie kann ich dir helfen? Willst du mein Zeug sehen? Alles. Ja, damit ich sortieren kann. Ja. Ciao. Tschö. Warte, wir haben, glaube ich... Kann man dir irgendwie helfen? Nicht einmal schlechte Was Waffen kann bekommen, die Handelsaufsicht? Oder? Gewiss. Verkauf mir erstmal. Fangen wir mit den Waffen an. Das ist immer sehr... Geht eigentlich sehr viel, wollte ich sagen, aber ist gar nicht. Achso, nee, kaufen oder verkaufen, so. 23 Waffen, aber davon gehören eh 9 uns. Brauchen wir nicht. So, warte, wir sortieren nach Munition wieder. Rettungsechse 2 brauchen wir nicht. So, verkrüppeln. Das Ding hier. Ist das. Weiß ich nicht. Berserker Breach. Oh, was ist denn das? Schrotflinte. Ja, schon finde ich, fühle ich gar nicht so. Je weniger Panzer, desto höher der Schaden. Verkrüppeln. Also Equinox wäre mal los. 5 Mods? So ein Teil? Okay, egal. Wir haben eigentlich Waffen, die wir nutzen und die sind okay soweit. Cutter... Braucht man nicht. Sidestar. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Okay, ich überlege nur wegen denen hier. Da haben wir mit den Waffen schon abgeschlossen. So viel Zeug. Die beiden halt. Gegen was würde ich denn das tauschen? Shotgun habe ich keine. Plus 10% Schaden beim Menschen, verkrüppelt beim Zu... Okay. Das ist eine Drumbeat und Breach. Habe ich keins von den beiden noch getestet. Aber ich habe auch keine Tasten mehr frei für das. Alles andere gebindet hier. Gut, egal. Können wir trotzdem probieren. Verkauft man die ganzen Anzüge. Verkauft man die Rucksäcke. Kleidung. Irgendwann wird vielleicht eine bessere Kleidung kommen. Helmkleidung. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt diese ganzen Minen brauche. Ich vergesse sogar Granaten zu nutzen. Ich verkaufe jetzt einfach, dann habe ich ein bisschen Geld noch. Ja, ich nutze... Nein, jetzt hat er mir nicht einmal das gegeben. Ich habe nicht... Oh mein Gott, ich habe 11 Dinger verkauft. Und ich habe verpeilt, dass er nicht genug Geld hat. Egal, nicht gespeichert. Ich ja nicht. Aber wenn du verifizierbare Informationen hast. Schade, ich habe verpeilt. Egal. Ich weiß nicht, ich habe. Wie viel? 18 Granaten oder 24? Nicht Granaten, 24 dieser Minen. Egal. Ich würde mal kurz auch in der Zeit mal was zum Trinken holen. Vielleicht sogar Pipi machen. Bin sofort wieder da. Ich dachte echt, dass hier ein bisschen mehr Action geboten ist. Hier, Lukas, spiel das gleich. Los mit dir. Hallo. Oder was geht schon, dass du mit mir quatscht? Endlich, jetzt können wir lange reden miteinander. Wie war's? Wie war's beim Spiel hier? Hast du nochmal durchgeschafft? Kannst du ein gutes Wort für mich einlegen, wenn du mal in die Atlantis bist? Ich glaube, meine Nachrichten an SLM gehen nicht durch.
sprichst du nicht mit mir, das sogar nicht mit einem anderen, Digga. Kann ich behilflich sein? Schön, dich zu sehen. Ja, natürlich. Oder wie war's? War dein Gameplay? War wild? Auf welchem New Game Plus bist du denn? Immer noch eins, ich muss doch erstmal alles freischalten. Ich dachte, du hast schon durchgeschaut, das Spiel. Hilfe. Na, es sind ja wieder 50.000 neue Maps dazu gekommen. Die muss ich erstmal alle auf 100% bringen. Aber hast du gestern nicht gesagt, du hast durchgespielt? Oder hast du nur die Bosse gemacht, irgendwie so ein Teil durchgespielt? Ja, die Story. Ja, reicht schon, dann die installieren. Fertig, ist Wunderscheiß. Oh, das ist ein Schmutz, sowas macht man nicht. Okay, dann lösche ich das. Vernünftig. Vernünftig. Kriegst einen Megabyte frei. Mehr ist doch nicht drauf, das Ding. Aber Platz für Solitär. Jawohl. Ihr zeitiges Gewehr, nee, weg, weg. Weg. 8K Kartenmaterial, das bringt ordentlich Speicher. Ich überlege es einfach alles zu verkaufen. Brauche ich ja nicht, Alter. Wieso soll ich das aufheben, wenn ich das alles nicht brauche? Wenn ich es bis jetzt nicht gebraucht habe, bekomme ich gar keine epischen mehr. Aber diese scheiß Shotgun sind so Mist hier, ey. Die Teile. Ah. Das ist egal. Nein, 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 nicht schon wieder. Ich muss nochmal pennen, ey. Ich muss nochmal pennen. Wo muss pennen? Kann ich helfen? Also ich muss warten. Ich habe jetzt alles verkauft. Eigentlich dran. Also du hast das Spiel gestern die Story geschafft und jetzt machst du noch 100%. Oder kann man nach der Story umschalten auf New Game Plus? Erzähl mal deine Erfahrung. Was Werte? Erfahrungswerte. X-Werte. Kannst du ruhig erzählen jetzt? Der Charakter muss eh warten. Erfahrungswerte. X-Werte. Sehe ich ja nicht, aber wenn. Jetzt hast du die Gemütlichkeit, mir zu sprechen. Der Charakter muss eh warten. Erzähl mir von deinen Erfahrungswerte. X-Werte. Gesundheit. Oh, muss ich wieder connecten. Ich habe schon wieder vergessen, mein Handy aufs Klo mitzunehmen. Wer macht das auf und zu? Ich muss schon wieder connecten. Ja. Bekomme ich nicht in den Kopf rein jetzt hier. So kann ich mir nie merken, Handy mit aufs Klo nehmen, damit die Verbindung zum Bluetooth nicht verloren geht, damit der Pulsschlag ewig angezeigt wird. Sonst muss ich ewig connecten. Das funktioniert nicht jedes Mal. Ja. Du verifizierbare Informationen hast, bin ich ganz. Ich habe auch gar nicht gecheckt, ob es überhaupt funktioniert hat jetzt die ganze Zeit, nachdem ich das erste Mal im Klo war. Okay. Nein, nicht genug gewartet jetzt hier. Steh auf. Ich dachte so. Echt, dass hier ein bisschen. Schön, dass in der Wartezeit, wo du mit mir geredet hast. Wenn ich irgend. Kann man dir irgendwie. Gewiss. War nett, hat Spaß gemacht. Verkaufen, aus dem Schiff verkaufen.
So, Waffen an, Waffen habe ich ja schon. Ach, die waren auch weg. Wie hat der nicht? Habe ich jetzt nicht genug, lang genug gewartet? Der hat sonst. Geht das weg nicht mehr oder was mit dem Warten? Gestern haben wir sogar dreimal gemacht. Haben wir das gepatcht, dass man nicht mehr warten kann? Und ich habe meine Schmuggelwahl noch gar nicht verkauft. Aber da habe ich nur ein bisschen Zeit, dass ich nochmal versuche zu reconnecten wegen dem Puls. Alexa? Temperatur. Im Augenblick liegt die Temperatur bei 9 Grad Celsius. Heute wird eine Höchsttemperatur von 25 Grad erwartet. Jetzt geht es connected. 25? Hier momentan? Trotzdem noch. Hier draußen am Rand des UC draußen 9, hier 20,7. Es ist halt komplett windstill. Natürlich habe ich alle möglichen Fenster, alles offen. Wenn ich irgendwas für dich, kann ich behilflich sein. Selbstverständlich. Jede Öffnung habe ich aufgemacht. So, geht doch noch. Damit. So, Notizen. Erste Hilfe, Ressourcen, sonstiges. So. Vielleicht gibt es irgendwann eine Mod oder irgendwas, was man mit einem Klick einfach alles entfernt, weil das ist halt schon wild. Oder dass man so eine Verkaufsliste hat, wo man Sachen drauf tut und dann die Sachen verkauft immer. Das wäre geil. Und dann verkaufen Einkaufsliste von mir aus. Wäre dann schon spannender das Spiel. Oh, Dankeschön. Dankeschön für dein Follow. Was geht? Guten Morgen. Guten Morgen. Bisschen Menü wieder hier am Rumfummeln hier. So. Dann habe ich das. Jo, passt. So weit, so gut. Gerade sortieren, das ist nicht immer das Geilste, weil das Menü ist nicht das Beste zum Sortieren. Aber passt schon. So weit, so gut. Warte mal, ich wollte von mir noch... Was kann die Handelsaufsicht für... Es gibt auf der ganzen Station kein besseres Angebot. Nicht, das ist schön. Das ist schön. Meine Notizen vergesse ich mal zu verkaufen. Erste Hilfe haben wir. Notizen. Boah, ich hab bei euch eine ganze Scheiße nicht, ey. Die bieten so wenig. Aber ich flieg jetzt nicht extra irgendwo hin und verkauf die. Wie findest du das Spiel? Also mittlerweile gut. Ich fand es am Anfang nicht so gut. Weil ich hatte freien Zugang zum Weltraum und so erwartet. So ein bisschen wie No Man's Sky oder andere... Flugzeugspiele oder Weltraum-Flugzeugspiele, keine Ahnung. Und ja, wurde von Tag zu Tag besser. Wurde von Tag zu Tag besser, muss ich sagen. Ich hatte am Anfang, am ersten Tag, also das war vor 6 Tagen oder so, das Spiel würde ich so eine 6 bis 6 geben. Also 6 vielleicht eine 7, jetzt gebe ich dem 7,5 oder so.
Je länger ich gespielt habe, desto mehr habe ich mich darauf eingelassen, desto besser wurde es. Man muss bei mir doch sagen, ich habe noch nie ein Bethesda-Spiel gespielt. Kein Fallout, kein Skyrim, gar nichts. Und das ist anscheinend typisch. Sowas. Viele nennen das ja auch Skyrim im Weltraum. Aber muss sagen, ist gut. Ist gut geworden und das ist okay. Eigentlich tratsche ich ja nicht. Man muss halt doch einige Mods drauf installieren, damit das Spiel überhaupt gut läuft, sonst ist es sehr, sehr komisch. Und ja, man muss halt einiges einstellen, aber das finde ich nicht schlimm. Ich habe 10 Stunden damit verbracht oder länger, viel rumzufummeln am Spiel, damit es überhaupt funktioniert richtig. Aber ja, jetzt finde ich es gut. Wenn man sich damit abfindet, dass man über die Menüs eigentlich das ganze Spiel macht, ist es okay. Was mir gefällt, ist das Quatsch mit den Leuten. Das ist alles vertont. Man hat zufällige Begegnungen, es sind geile Geschichten, geile Stories. Ich verstehe viele Sachen nicht, warum die Entwickler das so gemacht haben, besonders das mit der Grafik. Warum soll man ein Spiel absichtlich schlechter aussehen, als es ist? Hier, wenn du zum Beispiel schaust, das ist das Originalspiel links, alles so milchig. Und das hast du dann mit dem Mod, dass es normal ausschaut. Also, das ist das Originalspiel links, das ist mit einer Mod. Weiß ich nicht, warum man ein Spiel so aussehen lassen möchte, absichtlich. Und hier auch, das ist das normale Spiel, das ist mit einer Mod. Also, das schaut ohne Mod halt so gelblich, schlecht und einfarbig aus. Um was geht es da im Weltall? Also die Hauptstory ist, irgendwelche Alien-Artefakte zu finden. Du hast eins zufällig gefunden, als du bei einer Mine bist und hast da rumgewurschtelt. Und dann musst du noch mehr Alien-Artefakte finden für eine Fraktion. Ist ein bisschen überraschend, oder? Hier draußen am Rand des Ansonsten, ja, fliegst du rum, bist ein bisschen im Weltraum. Tust Handel treiben, tust Kopfgelder machen, Kopfgeldaufträge, tust Piraten erschießen, tust das Weltall entdecken quasi. Also was man halt so macht, Schiffe kannst du kaufen, kannst du kapern, kannst du verkaufen. Du kannst viel looten, das kannst du dann alles verkaufen. Du kannst dir eine Station bauen auf dem Planeten. Also halt sehr, sehr viel eigentlich. Ich weiß nicht, ob du jemals schon so ein... Hast du Skyrim oder Fallout gespielt? Anscheinend ist es das gleiche, nur im Weltraum. Ich muss nur kurz noch die paar Stunden hier abwarten. Dann kann ich wieder verkaufen. Das ist mein erstes Bethesda-Game. Ich habe, glaube ich, noch nie eins gespielt, glaube ich. Ja. Nee. Also ich dachte echt, dass hier. Das ist mein zweites RPG überhaupt in ganz kurzer Zeit. Mein erstes Roleplaying-Game. Schön, dich zu sehen. War halt Baldur's Gate. Das war auch, ist auch erst vor kurzem passiert. Kann das man Ganze. Dir irgendwie. Gewiss. Mit dem bin ich noch lange nicht durch. So, hier noch verkaufen, hier, da. Ja, passt. Ich habe mich nie mit RPGs abgegeben. Aber es ist schön gemacht, man kann sich darauf einlassen, die Geschichte ist interessant, die Charaktere sind schön geschrieben, ja, kann man machen. Kann man machen. Ich bin halt ganz neu in dem Universum, aber es passt. Und? Wohin jetzt? Am schönsten sind einfach, wenn du irgendwo hingehst und irgendwas zufällig passiert und dann kannst du dann interagieren. Das ist immer das Beste. Jederzeit gerne, Captain. Das ist immer das Beste. Frachtraum, Inventar. Ressourcen transferieren. Okay. Hab ich. So, okay. Dann geht's jetzt hier weiter endlich. Alle Systeme sehen gut aus, Boss. Das ist halt das Schiff, was ich hier habe. Kann ich dir mal zeigen. Das habe ich hier gebaut. Ich habe mir ganz viele Frachtdinger hingebaut. Weil ich immer sehr viel loote. Und dann habe ich...
jetzt hier einfach so ein Frachtschiff gemacht. Frachtschiff, hier sind noch, ist noch Platz für Passagiere unten. Hier ist noch Platz für die Crew ein bisschen. Sieht halt wild aus. Ist auch nicht mehr so wirklich manövrierfähig, aber ja, passt schon. Geht. Reicht. Zur Not kann ich noch auf das zugreifen, das habe ich geklaut. Das würde ich aber, will ich auch gar nicht nutzen, das ist ja schwach. Das würde ich für Kämpfe nutzen eigentlich. Obwohl ich meins geupgradet habe auf sehr starke Waffen, nur ist halt kaum manövrierfähig. Ja, ich meine, du hast ja gefragt, wieso soll ich dann sagen, hey du Arsch, geht dich ein Scheißdeck an, was ich hier mache, Digga, oder? Die Leute sagen immer, ich brauche mehr Hobbys. Über dich schreiben. Könnte ich auch machen, aber gar keinen Bock. Das sind doch schon drei. Hallo, Captain. Sturmi! Deswegen sagst du das. Vielen herzlichen Dank. Sag das doch gleich hier. Ich habe gesehen, du bist ein TV. Sag das doch gleich mal. Lass mich dir mal folgen hier. Vielen, vielen herzlichen Dank für dein Raid mit 15 Party People. Was geht? Hi, moin. Wir spielen hier Sternenfeld. Wir sind ein bisschen im Weltraum unterwegs. Und sehr viel im Menü. Danke dir. Und ich werde dir das auf jeden Fall zack, zack zurückgeben bei der nächsten Gelegenheit. Schön, Teil des Teams zu sein. Mal schauen. Bin meistens so abends bis in der Früh online. Manchmal auch andere Zeiten, wenn es sich ergibt, werde ich dir den Raid zurückschlagen. Also, ich werde mich recht mit dem Raid. So ein Ding. Hi, Captain. Moment, lass mich mal kurz den Kurs setzen. Haupt, das Unbekannte. Kurs setzen. Energie. Das hat gar nicht so viel Energie. Hier läuft alles über Menüs hier. Ist halt Open World, was nicht in Open World ist teilweise. Aber passt schon. Ich hab da was für dich gefunden. So, okay. Let's go. Ich muss mir merken, wo das ist. Okay, wir sind hier. Die Loge. Okay, die Loge ist da, wo ich hin muss, um hier hinzukommen. Ich vergesse das immer wieder. Hier ist meine Hauptding hier. Um zu Hause zu sein. Bis ich allerdings neu hier war auf der Hauptplattform weit oben und habe ohne Grund. Okay. Ja, danke. Ich gebe das jetzt einfach mal zurück. Also, was, vom Text her bist du gar nicht so scheiße, wie ich mir gedacht habe am Anfang, weißt du? Wenn ja so ein komischer TV reinkommt, denkst du gleich, was ist denn das für ein Idiot? Aber bist du nicht. Also, bist auch ein Feini. Alles entspannt. Andrea, wir haben uns Sorgen gemacht. Warum? Was ist dass denn passiert? Möglicherweise nichts zur Mission beisteuern denn, würde? Was hast du denn für Schweinereien Nein, gemacht, oder was ist? Du wärst vielleicht verletzt. What happened, my friend? Oh. Auf der Hauptplattform. Danke, aber das war nicht okay, nötig. Jetzt geht die Story wir weiter. Erfolg. Jetzt geht's weiter. Mal schauen. Let's go. Ich bin neidisch auf euch zwei. Ja, klar. War selber auf der Suche, aber kam mit leeren Händen zurück. Mei, da die musst du halt tiefer graben, dann geht das schon. Eingeschlossen in einem Fels oder bei einem ahnungslosen Ramschhändler schlummernd. Diese Artefakte, was? Hab gewonnen, 3 Artefakte zu 0. Geil. Welche Spuren bist du gefolgt? Den Scans des Auges, aber du warst zuerst da. Da hab ich wohl gebummelt, zu dumm. Ich hab gewonnen, 3 Artefakte zu 0. Ash. Ist das ein Wettkampf? Von mir aus? Oh nein, fangt mir nicht so an. Wir sollen zusammenarbeiten, nicht rivalisieren. Etwas Rivalität hat noch nie geschadet. Sie spornt uns zu Bestleistungen an. Oder bringt nichts als Ärger. Ärger, der eine Brutstätte für Misstrauen ist. Noelle hat recht. Jetzt aber, es war doch ein Scherz, meine Liebe. Es gab schon den ein oder anderen Vorfall. Was meinst du? Etwas Konkurrenz schadet nicht, oder? Ist das dein YouTube oder was? Oder wie?
Weil GEMA-Sachen gibt es nur bei YouTube. Ich habe da auch immer Props. Also zumindest auf YouTube, weil es werden... Echt, hast du GEMA-Strikes bekommen? Hast du beim Live-Streaming? Du kannst doch... Es geht doch nur um die VODs oder wenn irgendwelche Sachen da bewiesen sind. Du kannst doch die VOD-Spur trennen. Der macht ja auch den Scheiß. Ich meine, da haben wir alle Probleme gehabt. Da haben wir alle Probleme gehabt. Bist du überhaupt noch da? Ich musste auch tausende von Clips löschen und alles. Wegen dem Dreck und alles. Also da, einfach keine GEMA-Musik mehr machen. Habe ich ja auch nicht mehr. Oder die Spur trennen, dass du im Livestream das hörst, aber in der Aufnahme nicht. Also im VOD nicht. Ja, ich kenne das Prop, aber ich habe es dann komplett gelassen. Momentan, mit was ich zu kämpfen habe, ich habe immer No-Copyright-Songs benutzt. Weil, was der Name schon sagt, No-Copyright. Die werden aber jetzt mit den Jahren alle Copyright. Das heißt, ich kriege immer wieder Meldungen und muss die immer wieder loswerden, schneiden und löschen und was weiß ich. Sehr nervig. Warst du denn bezahlt bei Epidemic Sound oder unangenehm. Bei diesem Link-Dings, was jetzt auch geht? Also ich hab's... Wir hatten diese Probleme alle auf der Plattform und ich hab dann im Endeffekt einfach komplett gelassen. Natürlich ist es kacke ohne ganze Musik und so. Ich hatte eine Playlist, die hatte viele, viele Lieder. Viele, viele Lieder. Es sind nur noch 5 geblieben. Alle anderen sind jetzt Copyright. Und das ist alles No-Copyright-Musik gewesen. Und ich habe halt jetzt nicht so viel, wo ich Musik höre. Aber habe ja extra gezahlt für die Rechte oder 50 Euro für alle YouTube-Songs. Aber wenn das so ist, dann... Ja, aber hast du denn... Achso... bei Epidemic Sounds ist es ja so, dass du dann einen Vertrag abschließt für YouTube und Twitch gleichzeitig. Wie war das bei dir, wenn du nur Sound gezahlt hast für YouTube, dann ist dann Twitch vielleicht... Alles okay bei dir? Geht es nicht? Und wieso hast du... Du hast die Spur nicht... rausgetan hast im Video dies, weil du dachtest, du hast die Rechte komplett, oder? Irgendwie. Scheiße, tut mir leid auf jeden Fall. Also egal, wie es da gelaufen ist, du wirst ja schon gewusst haben, was du machst, aber irgendwie gab es anscheinend ein Schlupfloch, sorry. Tut mir leid für so einen Mist. Ja, ich habe auch schon Probleme mit sowas gehabt, deswegen ich habe komplett jetzt Musik, mein Pech. Selbst, ich habe letztens auch Motorfest Beta gespielt, da gibt es extra Streamer-Version. Das ist eine Streamer-Version, unangenehm. Da steht dann, ja, das wird nur Musik abgespielt, die frei ist. Ich nehme die, tu der auf YouTube Meldung. So eine Kacke, ey. Ja, neuer Platz für neues Glück. Genau, same bei mir. Same. Wenn du da drüben erfolgreich warst, schaffst du es ja auch. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Was ein bisschen traurig ist, wo ich halt sagen muss, ich sage immer so nett, dass die Deutschen leider einen Stock im Arsch haben, was das angeht. Die akzeptieren Kick nur nicht als Plattform, weil die Top 100 Streamer, sehen Kick halt leider als Schmutz an und solange die Top 100 deutschen Streamer noch diese Meinung haben, ist das schwer überhaupt hier was zu machen. Meine Erfahrung. Wenn du die Reden hörst, und natürlich wurden die auch alle wieder mundtot gemacht, die waren ja unglücklich wegen irgendwelchen AGBs, die wurden alle wieder mundtot gemacht, weil sie jetzt ihre 70-30 wieder bekommen. Wenn sie 350 Abonnenten haben. Das mit dem neuen Ansehen verstehe ich, aber wenn hier keiner abhängt, weißt du, also die ganze Welt akzeptiert das. Es sind sehr, sehr viele. Ich glaube, wie viele Millionen Anmeldungen gibt es hier? Nur Deutschland ist da nicht dabei. Weil die großen Streamer... Alles okay bei dir? Immer dagegen sprechen. Und du weißt genau, wie viel
Also deswegen heißen sie Influencer, wie viel Macht die haben und die Leute beeinflussen können. Wenn die Top 10 sagt, die Plattform ist scheiße und ist Schmutz, tue ich nicht drauf, dann erreicht das mehrere Millionen und dann ist das halt, hat die einen schlechten Ruf. Weil sie halt nicht sehen, dass halt auch Slots 10 Jahre lang auch auf der anderen Plattform erlaubt war und immer noch erlaubt ist, teilweise. Jo. Aber im Endeffekt können wir da nichts machen. Ich hoffe nur, dass irgendwann mal ein größerer Deutscher rüberkommt. Alles okay bei dir? Und dass dann auch andere ein bisschen mitgehen. Wenn doch, haben wir kaum welche hier. Ich gebe da was, warte mal. Ist ein zweischneidiges Schwert, es gibt Pros und Contras. Ich verstehe ich, aber dass sich die Leute so beeinflussen lassen, finde ich schade. Das finde ich total beschissen. Ich hasse sowas. Es gibt kein Links und kein Rechts mehr. Es gibt nur noch dem hinterherrennen und hinterherlaufen. Du hast ja gesehen, was auf der Gamescom war. Nur noch Content Creator treffen. Und geschrien, so wie früher die Leute bei Backstreet Boys oder Take Z oder so eine Scheiße. Musst du dir mal vorstellen, die Kinder schreien und verehren die halt, als ob sie Götter wären. Das ist. Natürlich hören sie darauf, was sie sagen. Natürlich hat niemand anderswo irgendwie eine Chance, wenn die sagen, das ist gut, das ist schlecht. Egal, ob es so ist. Die hören drauf. Die sehen kein Links, kein Rechts, die verstehen nichts. Das benebelt sind die dadurch. Ja, schon viel mich darüber aufgeregt, schon viel darüber geredet. Ist halt so, kannst du nicht wirklich verändern. Du hast da keine Macht dazu. Du hast nur Macht, wenn du halt auch Follower hast. Oder, weißt du? Es gewinnt immer der die meisten Follows, Subs, Ups und Views hat. Abos, Subs, egal, weißt du schon, was ich meine. Der Größere gewinnt und hat recht, egal ob er jetzt wirklich recht hat oder nicht. Wer mehr Impact hat, wer mehr Range hat, der gewinnt. Habe ich feststellen müssen in den letzten Jahren. Und auch mehrfach in die Fresse geschlagen wurde ich. Aber so ist das halt. Jetzt bist du ja da, Sturmi, und wir zwei werden die Welt nicht erobern. So wie jeden Tag, oder? Wenn dir jemand das Stichwort machen will, ich sehe es wie nur Ellen und der, wir sollten uns nicht gegenseitig schwächen. Passt. Bin ich hier der Böse? Wer hätte gedacht, dass ich mal auf Härte pochen würde? Du bist zu viel mit Walter zusammen, Matteo. Er verwandelt unseren Teddybär in einen Grizzly. Ich ergreife ungern Partei, aber ich bin Matthäus. Was hast du denn Schönes geschrieben? Konkurrenz sorgt dafür, dass Menschen sich bemühen, ihre Ziele zu erreichen. Hattest du einen geilen Stream die Nacht über? Ich habe gerade gemerkt, dass ich die ganze Unterhaltung an mich gerissen habe. Es geht hier um dich und Andrea und den Sieg für die Gruppe. Ja. Ich bin sehr gern Teil einer Debatte. Es war gut, eure Meinungen zu hören. Aber es stimmt, dass wir gemeinsam etwas erreicht haben. Ja, sicher. Ich habe alle Artefakte geholt und ihr habt gar keine geholt. Natürlich haben wir es gemeinsam geschafft. Gleichfalls, ich würde gerne weiter gemeinsam umherziehen. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Ich bin einfach nur froh, zu Hause zu sein. Machen wir das Erste. Geht klar. Finden wir es heraus. Finden wir heraus, was es noch da draußen noch gibt. So okay. Noel, die neuen Artefakte haben interessante Daten zu bieten. Boah, jetzt ist sie als Begleiter verfügbar. Wir treffen uns auf der Station. Bestätige, Wladimir. Sie ist unterwegs. Nice. Achso, die. Okay, das sind. Okay. Die sind halt die Spiele, die ich ja nie gespielt habe. Also, ich spiele halt die Top 5 All-Time Favorite Twitch Games, habe ich nie gespielt. Also, sowas wie Fortnite, LOL, Valo, ja, die CSGO und so weiter. Hat sich inzwischen mehr als amortisiert. Was Shooter angeht, musste ich leider lange Pause machen. Wegen Game Sickness und ich habe. Bisschen kann ich im Jahr zocken, Shooter, ansonsten, wenn ich zu sehr darauf poche, hocke ich mich von Shooter am PC, bewege ein bisschen die Maus und mir ist schlecht und übel und ich kann mich übergeben. Was gibt es? Ja. Aber ja, damit triffst du zumindest ein paar Leute. Hast du recht. Wenn die danach bleiben und du switcht, dann ist es auch geil. Das ist auf jeden Fall geil.
Welche MMOs zählst du denn als alt? Nee, da bekommst du kein Ansehen. Was ich mache, glaube ich, gibt es auch nicht so Ansehen, aber ja, keine Ahnung. Bei mir ist, glaube ich, das Thema eh schon gegessen. Ich mache einfach. Ich gebe mein Bestes Tag für Tag. Gab es noch etwas? Ich mache YouTube, ich mache Twitter, ich mache TikTok, ich mache alles, alle möglichen Plattformen bediene ich. Und ich habe gemerkt, wenn man keinen Impact hat, egal, ist man auf jeder Plattform uninteressant. Ja. Aber das kriegen wir ja schon hin. Natürlich. Und wenn nicht, dann nicht. Was machst du so in deiner Freizeit? Das kann ich nicht beantworten. Ja, wie jetzt? Ich war jahrelang nur darauf bedacht, unter extremen Umständen zu überleben. Freizeit hatte ich kaum. Und ich habe mich wohl darauf konditioniert, nicht darüber nachzudenken. Kampftraining macht mir durchaus Spaß. Okay. Doch das ist wohl kaum die Antwort, die du suchst. Dann lass uns mal gemeinsam Kampftraining machen. Nachdenken gegeben. Vielen Dank. Ach so, ja, nee, ich glaube, da kriegst du keinen. Also da kriegst du kein Publikum. Da gibt es das halt zu nischig, ne? Glaube ich. Zu nischig. Hm. Hattest du je den Wunsch, Captain auf einem eigenen Schiff zu sein? Wenn es nötig war, habe ich das durchaus schon getan. Beste. Doch ich bin nicht die beste Pilotin und setze meine Fähigkeiten lieber ein, wo es am sinnvollsten ist. Okay. Zuletzt an deiner Seite. Oha. Und das scheint mir recht gut zu funktionieren. Ja, ich finde das geil. Ich finde das super. Also, welchen Ort, den... Wie sie smilet. Oha. Welchen Ort in dem besiedelten System magst du am liebsten? Du findest das erstmal vielleicht so absurd, Kennenlernphase, ne? Die Loge. Ich war noch nie zuvor von solch erstaunlichen Menschen umgeben. Anwesende eingeschlossen. Es gab schon lange keinen Ort mehr, der sich für mich wie ein Zuhause hätte anfühlen können. Es Jetzt gibt bist unzählige du ja angekommen. Welten da draußen. Doch dieses Gefühl ist selten und wertvoll. Oha. Herr der Dinge, seit 2004 bis 2009 die alten EA-Gamespiele. Okay. Ich habe lange Zeit auch ein MMORPG gespielt und hab das jetzt pausiert. Also lange süchtig genug, momentan nicht so Lust drauf. Danke fürs Fragen. Sehr gerne. Jack und Dexter PS2 und auf Age of Empires PC 90er. Ui, dann bist du ja ein junger noch, ein junger Kerl. Innen, weiß ich nicht genau. Du musst mich nicht fragen, ob du fragen darfst. Frag einfach. Frag einfach, okay, mach ich. Sehr gut. Was bist du für Baujahr, wenn ich so dezent fragen darf? Bedien dich ruhig an der Bar. Ich trinke zwar nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich mein ganzes Leben... Pass auf dich auf! Es ist... Hoffentlich kommt Barrett zurück. Ich weiß, er gerät ständig in Schwierigkeiten... Oh, ich hatte organische Ressourcen für sie. Oh, ich hatte alles verkauft. Verdammt. Ich habe gerade alles verkauft. Pass Entschuldigung. Auf dich auf, okay? Ach so, echt? Jo, so jung bist du noch? Du sprichst von 90ern. Da dachte ich, hey, du bist mindestens 30 plus. Okay. Sorry, dass ich überlegt habe. Oha. Hier ist eine Auftragsbörse. Endlich habe ich eine gefunden. Jo, Sally, ich sehe nichts mehr. Da bist du noch ein Jungspund mit 22. Ja, dann kannst du dir locker noch was aufbauen. Easy. Passt ja. Passt doch. Sagst du ein bisschen Digger, Diggi hier. On God for real. Macher, Lacher. Schere heben. Was weiß ich in deinen Streams. Die ganze Scheiße, die halt alle sagen, dann kriegst du das schon hin. Ach, 22. Die Welt noch offen. Das Internet ist noch offen. Der ganze Sex, also die ganzen tollen Sachen im Internet stehen vielleicht noch offen. Ganzen Mist kannst du da erzählen hier. Jedem. Sagt, was glaubst du, warum ich diesen Titel habe? Weil ich das einfach lächerlich finde, aber das ist halt die Bubble, weißt du? Die können nicht anders.
Ich habe ja auch den Titel. So einfach nur so. Als Troll. Der sagt da gar nichts aus, aber es sind einfach alle Wörter hintereinander geschrieben, was die alle halt immer sagen. Ah, Walla habe ich vergessen. Mach ich morgen Walla rein hier. Oh, warum ist das... Oh, wieso kriegt man so viel dafür? Wir suchen erfahrenen Entdecker. Okay, bin ich dabei. Kein Zeitlimit. Nope, nehme ich an. Kontinuierliche Leitung nehme ich einfach mal an. Das Finden eines bestimmten Planetenmerkmals stellt die schwierigste Art von Untersuchungsmission dar. Hierfür musst du ein gesamtes Sonnensystem nach einem Planeten mit einem gewünschten Merkmal absuchen. Oha. Finde im Zielsystem Planeten, die Merkmale besitzen. Dies siehst du auf der Sternkarte unten auf der Infokarte des Planeten. Nicht analysierte Planeten besitzen unbekannte Merkmale. Jetzt sag mal nicht, du bist ein 22-Jähriger und redest nicht so. Stürmi, das geht doch gar nicht. Und wie hast du das jetzt hier mit der Musik geregelt? Machst du das noch oder lässt du das ganz sein? Okay, da muss ich ja öfters hierher zurück. Du hast 250 gezahlt, das ist ja schon wild. Okay, krass. Hier ist lockerer Saft, also eine Plattform. Ja. Das auf jeden Fall. Ich hoffe, das bleibt auch noch ein bisschen so. Mal schauen, wohin sich das entwickelt. Also es soll in dem Haus geben ein Safe, der meiner ist quasi. Und da kann ich dann immer... Da kann ich dann Sachen unendlich reintun. Ich wollte welche Sachen aus dem Schiff hin tun, damit ich das Schiff mal wechseln kann. Tür verriegelt. Oh, ich hab... Oha. Hier ist ja nur New Atlantis. Hier gehe ich ja nur raus. Ich will ja... Nee, ich will nochmal zurück. Stopp. Zurück. Ist schön, wieder hier zu sein. Ein wenig Entspannung wird gut tun. Also sagst du, hast du Spaß hier und das gefällt dir. Okay, wo ist dieser Safe? Wo ist denn mein Raum überhaupt? Der hat mir letztens einen Raum gezeigt. Kann ich das Geld einfach nehmen? Ja, okay. Nimm ich das mal einfach, dass das Geld, wenn es schon Geld rumliegt, also ich meine... Mir wurde mein Zimmer gezeigt, als ob ich wüsste noch, wo das ist. Medi-Effekt nehme ich mit. Ja, was ich noch sagen will zu dem Alter, bei dem Alter bist du ja auch noch fähig, Shooter gut zu spielen. Du hast ja noch Reaktionen. Du bist zwar nicht mehr so toll wie so ein 14-jähriger Fortnite-Kiddy, aber mit dem Alter schaffst du das schon noch. Ich brauche das gar nicht anfangen. Ich sehe, es kommt, dass TikTok 2.0 wird, weil hier viel erlaubt. Gestern bin ich 6 Stunden durch Streams gehüpft und durch Zufall hier hängen geblieben. Also, dass du hängen geblieben bist, habe ich gemerkt. Schon von Anfang an, also im ersten Satz an. Alles klar, ich gebe es mal zu. Wahre Worte, die ersten waren Worte im Chat hier von dir. Mhm. Ich sag's dir, Walla, Jalla, Dicker, Diggi und Macher, Lacher und Schere eben. Let's go. Weißt du Bescheid? TikTok 2.0 weiß ich nicht. Das könnte sogar... Also Twitter wird ja auch irgendwie... Soll wild werden, was der Elon Musk meint. Der will auch... Twitter wird irgendwann auch zum Livestreaming. Mit so einer Plattform, wie was dann alles können soll. Mal schauen, was dann noch kommt. Bald tun wir dann auf Twitter streamen hier. Was mache ich in dem Spiel gerade? Ich suche ein... Ah, hier ist er ja. Inventar. Oha. Das ist der unendliche Safe. Lol, mal kurz hier rüber gehen, warte. Das ist der unendliche Safe.
Der hat keine Masse. Würde ich alles reinlagern, was ich im Schiff habe. Boah. Alles, was ich halt nicht brauche. Ja, schon mal die ersten Ressourcen hier rein. Zack, alle Ressourcen lagern. Wie geil. Weil mein Schiff ist schon so schwer. Noch nicht ganz so schwer wie ich, aber das Schiff ist schon schwer. Aber freut mich, dass du hier, dass dir gefällt und vielleicht ergibt sich mal die Gelegenheit, dass wir irgendwas zusammen machen. Habe ich ja, ja. Weil ich hoffe, dass auf der Plattform mehr so PvE ist. Auf einigen anderen Plattformen gibt es manchmal hier PvP. Das fühle ich gar nicht so. Wenn es sich ergibt, gut, dann ist auch nicht so schlimm. Okay. Was ist denn das? Ja, hat er eben nicht. Also alles hat eine Begrenzung. Hier, in die Tasche kann ich 230 mitnehmen. Wenn ich hier voll bin, bin ich langsam und kann es meinem Begleiter geben. Im Raumschiff ist es auch von dem Gewicht her. Und wenn er mal eine Begrenzung bekommt, dann habe ich ja Pech, keine Ahnung. Ich weiß schon, wie die Frage, gemeint ist. Dabei habe ich ja Pech, keinen Plan. Weißt du? Aber das ist anscheinend... Ich muss mir mal merken, wo der Safe ist. Okay, warte. Das ist ja hier... Digga, wie soll ich jetzt diesen Raum hier... Moment, ich bin hier. Du hast vorhin geschrieben, du warst ja auch ziemlich oben. Was hast du denn so an Average Viewer gehabt oder so drüben? Oh Gott, hier gibt es doch ganz viele Räume. Also warte mal. Oh mein. Ach, oh. Das ist der Raum. Okay, warte mal. Wie soll ich mir das denn merken? 4 bis 900. Wie jetzt? Das ist doch kein Average. Heißt der Kanal genauso wie hier? Oder hieß... Sorry, hieß der Kanal? Nee. Möchtest du mir den sagen? Dann kann ich ja später mal nachgucken. Warte, ich peile gerade hier nichts. Also, das mit dem. Doch, die Statistiken sind noch da, auch wenn du gebannt bist. Die sind immer da. Aber mutig, dass du auch einen neuen Namen hast. Okay. Alles gelöscht. Ah ja, okay, warte. Ich verbringe immer mehr Zeit. Da geht's aber auch lang. Ja, ich werde den schon nochmal finden, scheißegal. Ich muss mit den Typen jetzt mal quatschen, dass es hier weitergeht gleich. Okay, okay, okay. Ich hatte gelegentlich... Denk daran, du vertrittst uns da draußen. Gut, kann ich... Ich kann ja direkt zum Schiff porten, oder? Eigentlich. Mein Schiff. Jo. Let's go! Hab alles gelöscht? Was? So schlimm? Was hast du denn gemacht, Alter? Du Scheiße. Ich bin eine Motte. Du das Licht. Ich bin ein Magnet. Du der Kühlschrank. Dein Schiff ist größer als das von Papa. Ja, ich hab mir mehr Mühe gegeben als Papa. Ist schön, unterwegs zu sein. In der Loge wird's manchmal... Ist so geil, wie die hier alle leben am Schiff, ne? Die laufen hier rum und gehen und scannen und machen. Voll cool, so belebt das Ding. Bin eigentlich gar nicht deswegen da. Okay, das mit Hater kenne ich und fühle ich.
Aber das, aber die ganze Reputation ist halt weg, ist halt leider. Wie lang hast du das denn gemacht? Wie lang hast du das denn gemacht da drüben? Anzüge. Soll ich mal alles vom Schiff nehmen? Mach mal, kann ich alles vom Schiff nehmen? Mach ich mal, oder? 1000 Kilo mich reinstopfen. Alles nehmen. Ja. Oh mein Gott. 1106 Kilo habe ich hier, wiege ich jetzt. Hast du was Gutes gelesen? Alles in allem geht's ganz gut, Captain. Jetzt möchte ich hierhin zur Loge reisen. Okay. Und ich kann dann später sortieren. So. Grüße, Captain. Oh Mann, ist es wieder weg oder was? Okay, ich kann mich hier natürlich jetzt gar nicht bewegen, ich weiß. Aber ich möchte dahin, wo ich eben war. Hier. Ist das hier? Ja, mit 1000 Dinge ist schwierig. Nee, ist nicht hier. Die Frage ist jetzt, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Da, wo ich jetzt gerade mit diesem Tresor war, wo ist das genau? Ich habe das noch nicht gepeilt. Acht, neun Monate? Okay, dann warst du ja ziemlich erfolgreich.